Weg nehmen. Wo ist die nächste Plattform? Da oben. Hey! So. Dann, ja, jetzt geht sie gerade nach oben. Man kann die nämlich, wenn man, auch wenn man nicht klein ist, kann man die manchmal ganz leicht sehen. Warum sind wir denn jetzt wieder hier? Mann, wir waren doch schon da drüben. Mann, 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 Alice geht im Traum. Genau, Speicherpunkte sind wieder auch so eine interessante psychologische Sache. Dass man hier nicht freispeichern kann, würde einfach daraus halten oder sagen, was es würde sagen, dass Alice sich nicht mehr selbst entscheiden kann, wann sie sicher ist und nicht selbst entscheiden kann, wo sie zurückkommt. Ich weiß es nicht, wie man das jetzt sagt, aber sie ist nicht mehr Herr über sich selbst. Im Prinzip machen das alle hoch für sie. Sie wird halt immer nur herumkommandiert und ja, ja sie ist kein Herr über sich selbst und deswegen auch nicht frei speichern können. So, genau, wir waren auch letztens bei den Flamingos und ich habe danach überlegt, dass Alice sich vielleicht so fühlt wie ein Flamingo. Also wie diese, nein, wie diese Dodos in den Käfigen, das meinte ich, genau. Und zwar, sie fühlt sich gefangen in sich selbst und in den Worten der anderen. Jetzt haben wir es geschafft. Und ja, sie ist einfach nicht mehr Herr über sich selbst. Weil wenn sie Herr über ihre Psyche wäre, dann hätte sie die Dodos doch auch nicht eingesperrt. Und diese Leute, der Hutmacher, der Hase, der Märzhase und so weiter, sind eigentlich ja nur Schöpfungen ihrer Fantasie. Und die bestimmen, wie es hier abläuft, was eigentlich nicht richtig ist, weil Alice das ja bestimmen sollte, beziehungsweise Alice sollte die Königin von den allen sein und sagen können, was die machen. Und das kann sie nicht mehr, weil irgendwie alle ihren eigenen Willen haben. Und Alice hat ihren Willen halt nicht mehr eigen. Und sie lässt sich im Prinzip den Willen von anderen aufdrängen und sagen. So auch vom Doktor. Bambi, genau, Bambi hieß der Arsch. Entschuldigung, ich mag den überhaupt nicht. Seine Methoden sind einfach nur falsch. Und ja. So, hier gibt es noch eine Flasche. Die möchten wir natürlich holen. Habe ich gerade so im Vorbeigehen gesehen. Wie viel haben wir denn jetzt überhaupt schon? 9 von 15 Erinnerungen, 9 von 15 Schnauzen, 11 von 16. Okay, da kommt noch eine ganze Menge, aber wir haben auch mehr als die Hälfte schon geschafft, oder? Wie seht ihr denn das? So, hier ist doch bestimmt der nächste Oktopus. Nächste Oktopussi. So. Hier einfach alles mit Schnetzeln. So. Aber dass er sich im Schnaps versteckt, ist auch lustig. Er versteckt sich im Prinzip in dem, was er am meisten mag. Das hat Alice in ihrer Vergangenheit eigentlich auch gemacht. Sie hat sich im Wunderland versteckt. Wenn man das so sieht, ist Alice gleich dem Oktopus. Oktopus, genau. Warum ist Alice gleich dem Oktopus? Das würde mich total interessieren. Warum? Was verbindet sie mit dem Oktopus? Also der kam im ersten Teil ja leider nicht vor. Aber sie verbindet ja richtig viel mit ihm und hat auch viel mit ihm gemeinsam. Und ich wüsste gerne, warum. Vielleicht, aber Alice ist ja trotzdem, auch wenn sie so durch andere geprägt wurde, ist sie ja trotzdem noch kreativ und so wie sie selbst. Und ich sehe den Oktopus, ich gehe aber nochmal zurück. Und vielleicht wurde ja aufgedrängt, du sollst so und so sein und deswegen gibt es jetzt auch den Oktopus. Ja, meine Sachen, die ich hier wieder ergründe, sind total uninteressant und total falsch. Aber vielleicht stimmt ja doch ein bisschen was. Also das Fazit daraus ist einfach, dass Alice viel aufgedrängt wurde und sie nicht mehr Herr über sich selbst ist. Ja. So, erstmal alles andere kaputt machen. Und dann diese Kiste. Und da hinten ist der Oktopus. Oh, jetzt hast du mich. Aber nochmal schaffst du es nicht. Das wollen wir mal sehen, Oktopus. Aber wir gehen erstmal den optionalen Weg, zumindest der optional aussieht. Über die Quallen.
Also ich hoffe einfach mal, das ist der optionale. Ja, eine Mischung aus optional und Oktopus. Optionale Web. Ich kann nicht mehr richtig sprechen. Es war der richtige Weg, aber es gibt scheinbar keinen optionalen. Optionalen. Ich sag jetzt immer das Wort optional. Das gefällt mir irgendwie voll. Und falls ihr dann meine anderen Let's Plays anguckt und euch fragt, warum sage ich optional, werdet ihr es nur wissen, wenn ihr das hier angeschaut habt. Muss ich mir echt mal merken und dann in der Schule auch optional sagen. Ha. So. Hier lang. Ach so, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe schon. Ich habe doch mal ganz am Anfang von diesem Level, also der London-Sequenz, also als wir in London waren, habe ich doch mal diesen Typ, also der im Prinzip den Hausbrand wieder verursacht hat bei der Nanny von ihr. Der Typ wollte doch was von der Nanny. Und da gab es doch, bevor wir in die Bar gekommen sind, so einen Typ, der Tim hieß, ne? Der hat so, der wurde von Jack Splatter zusammengeschlagen. Und ich dachte ja, Jack Splatter ist dieser, also ist bestimmt ein Schnaps, weil ja alles so in die Schnapsrichtung ging. Aber der Jack Splatter war der Typ, der im Prinzip die Nanny bedroht hat und niemand anders. Nein, ich habe eine Kiste verpasst. Scheiße, ich habe eine Kiste verpasst. Oh nein. Na gut. Wegen der Kiste geht's weiter. Das Widerwärtige, das aus der Vergangenheit stammt, hat nur so viel Macht, wie die lebendige Erinnerung ihm zugesteht. Eigentlich richtig. Aber ich weiß nicht. Ach stimmt, ja, der Geist, der war ja, dann musste die Bomben zerstören, bevor man den überhaupt irgendwie kaputt schießen konnte, ne? Ja, genau, Bomben zerstören. Und die Geister würden die weisen auf Tod hin. Also diese Untoten weisen auf Tod hin. Ja, was für eine Überraschung. Und vielleicht weist es auch darauf hin, dass Alice sich tot fühlt. Kann das stimmen, dass Alice sich vielleicht irgendwie ein bisschen tot fühlt und deswegen auch diese ganzen Geister da hat? Also ich weiß es nicht, aber es würde doch Sinn ergeben. Alice fühlt sich, ja, sie ist nicht mehr Herr über sich selbst, sie fühlt sich tot gemacht oder tot gespielt, von anderen ausgenutzt. Und genau, bei den Flamingos, die wurden doch maschinell gemacht, diese Flamingos da. Und vielleicht fühlt sie sich auch so ein bisschen maschinell gemacht und so benutzt im Prinzip. Ich weiß es nicht, aber es würde Sinn ergeben. Sie wurde von allen nur benutzt als, ich weiß nicht, und von allen, jeder hat ihr gesagt, was sie tun soll, wie sie zu sein hat, und sie durfte im Prinzip niemand Eigenes mehr werden. Nee, ich glaube, das ist nicht zu schaffen, hier hochzukommen. Obwohl, doch, es ist zu schaffen. Wir probieren es einfach nochmal. Ich hatte nämlich gerade eine Idee. So, jetzt noch einmal probieren. Ha, es ist zu schaffen. Ist sehr cool. So, Moment. Hier nochmal richtig drauflegen. So, hier rüber und schnell. Jetzt ist hier ein Spiel mit der Zeit. Ja, ein Spiel mit der Zeit, hat das irgendeine Bedeutung? Mist. Was macht das denn eigentlich? Ich weiß nicht, was das macht. Naja, lassen wir es erstmal. Spiel mit der Zeit. Sie spielt mit... was könnte das denn heißen? Ich habe echt keine Ahnung. Es muss doch irgendwas heißen. Wenn sie jetzt... Sie braucht Zeit? Genau, sie braucht Zeit, um sich selbst zu finden. Also der Oktopus heißt, ist ja irgendwie so eine Art sie. Also er hat vieles von ihr gemeinsam. Sie braucht Zeit, um sich selbst zu finden. Aber ihr wird nicht so viel Zeit gegeben. Also sie meinen ja immer, du musst schnell das vergessen. Aber sie braucht halt Zeit, um das überhaupt erstmal anzunehmen. Und die wird ihr nicht gegeben. Und das könnte das vielleicht heißen. Ich habe keine Ahnung.
So. Ja, ist klar, Alice. Ja, du hast es schon einmal geschafft, aber jetzt hast du einfach keine Lust mehr, ne? So. So, hier hoch, hoch. Und jetzt hier noch einmal. Hui, nach unten, schon wieder. Ja, es ist echt unglaublich und mir tut Alice wirklich so leid. Das habe ich direkt falsch angefangen, noch einmal. Nimmt das je ein Ende? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir werden hier die ganze Folge wieder am Springen sein. So. Ha, ich hab's geschafft. Ja, das schaffe ich aber leider nicht. Dann muss ich doch den großen Weg gehen. Wie soll man das denn alleine schaffen? Wo bin ich jetzt schon wieder? Ah, ich bin jetzt schon ganz oben. Das ist super. Darf ich bitte mich erstmal frei bewegen? Genau. Ich möchte nämlich direkt schon dort sein. Und jetzt geht's ab. Zeitspiel. So, hier lang. Hier lang. Und wir haben noch ganz viel Zeit und können jetzt hier das... Was war das denn? Ach, ich habe aus Versehen ein Glas kaputt gemacht. Na Mensch, ist ja cool. Okay, da ist eine Brücke hochgegangen. Die werden wir zuerst gehen, hoffe ich einfach mal. Ich hoffe, dass das falsch ist. Was macht das denn? Ich wüsste echt gern, was das macht. Wozu brauche ich das? Ach nee, das ist kein Zahn. Ich dachte, da wäre ein Zahn, aber hier ist noch so ein Ding hochgegangen. Ich hoffe, das ist der falsche Weg. Bitte lass es den der falsche Weg sein. Genau, das wollte ich sagen. Erstmal hier kaputt machen. Ich mach mal das Pferd weg, weil irgendwie geht das mit dem Messer dann doch schneller. Eigentlich kann man sich ja denken, dass der hier nicht drin sein wird, wenn man noch einen weiten Weg hat. Also werden wir jetzt langsam hier lang gehen. Ach so, das ist das hier, was aufgekommen ist. Wozu ist zur Hölle das? Zum Theater hier entlang. Wo zur Hölle, warum zur Hölle gibt es das? Sorry, das muss sein. Ihr wisst, ich will jeden optionalen Weg und ich würde gerne wissen, was das macht. Ich wette, ich bin einfach zu blöd und wir brauchen das gar nicht, aber es ist schon fies, wenn man das hier hat und dann weiß man nicht, wozu es ist. Die Entwickler sind so fies. Ja, Alice weiß auch selbst gar nicht mehr, was sie mit sich anfangen soll. Ha. So, da lang geht's zum Theater. Hey, wir wollen ja sofort alle zum Theater, weil Theater cool ist. Nein, ich war lange nicht mehr im Theater. Ich weiß nicht. Ja, ins Theater will ich auch gerne mal wieder gehen. Was haben wir hier drin? Ach, das ist wahrscheinlich die Wohnung von dem Skriptschreiber, also von dem Oktopus. Sieht ganz gemütlich aus, wenn man davon absieht, dass sie im Wasser ist. Ist ja cool, das können wir auch kaputt machen. Hier ist ein Spiegel. Ich finde den Oktopus nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wo der Oktopus ist. Ja, wo ist denn nur der Oktopus? Also ich weiß nicht. Da ist noch ein Glas, aber der ist ja bestimmt nicht drin. Es sieht ja auch gar nicht nach Oktopus da aus. Darum geht's im Spiel. Einen guten Fang. Hast gewonnen, Sportsfrau. Und keiner ist gestorben. Folge mir in meine Bibliothek. Ich pflege mein Wort zu halten. Stimmt, es ist wirklich niemand gestorben. Aber er war doch in dem Glas. Hätte ich jetzt überhaupt nicht vermutet. Ganz ehrlich mal. So, gehen wir in seine Wohnung. Der Zimmermann hat eine Revue über die Sterblichkeit in Auftrag gegeben. Pfeift auf Gunst und guten Geschmack. Er will nichts als Heiterkeit, Albernheit und gezügelte Ausschweifung. Das Walross hat seinen großen Auftritt als tot. Stell dir das vor. Ich werde das Skript zum Theater bringen. Geh du, wohin du willst.
Der Zimmermann hat dich bestimmt beauftragt, Fischdivers für den musikalischen Teil aufzutreiben. Der Mann hat kein Gespür für Talent. Manche Fische können singen, aber nicht alle. Aha, interessant. Darf ich jetzt auch wieder mal was reden? Ich fände es cool, wenn hier eine Erinnerung versteckt wäre, hinter dem Dingens oder so. Vielleicht können wir hier reingehen? Nö. Scheiße, ich dachte, jetzt ist hier eine tolle Erinnerung oder so. Aber scheinbar dann doch nicht. Er ist unordentlich. Alice auch wahrscheinlich. Alice ist unordentlich in ihrer Erinnerung. Nein, sie ist natürlich... Naja. So, hier reingehen, weil ja da leider keine Erinnerung ist. So, was wollte ich... Ah ja, wir sind jetzt schon wieder in so einem Maul. Finde ich cool, diese Art von Gang. Wie sollen wir jetzt die Musik besorgen? Genau. Und der Zimmermann meinte... Quatsch, der Oktopus meinte, er hat kein Gespür für Musik und wir werden mal schauen. Ob wir dem vielleicht nicht helfen können. Ich sehe eine Flasche. Warum sind hier so viele Flaschen und keine Erinnerungen? Ja, eine Schweineschnauze fällt mir ab. Vielleicht war dort eine Schweineschnauze bei dem Typen. Scheiße. Die habe ich jetzt verpasst, natürlich. Da ist eine Schweineschnauze. Ha. Ich bin nicht sehr musikalisch, aber du klingst irgendwie verstimmt. Nicht mein Fehler. Ich kann meine Töne nicht hören. Die Pfeifen sind verstorben. Das kann ich sehen. Warum tust du nichts dagegen? Um meine Stimmbänder zu gefährden. Du könntest es für mich tun. Hier hat jeder eine Ausrede für seine Faulheit. Erinnert mich ans Irrenhaus. Ja, und das würde wieder mein Verdacht bestätigen, dass Alice nicht mehr Herr über sich selbst wird und von allen nur rumgeschickt wird. So auch die Wunderland-Figuren, die eigentlich ihr gehorchen sollten und nicht sie ihnen. Ja. Klasse, Alice. Darfst schon wieder die Arbeit machen, die Drecksarbeit von anderen. So wie in der Realität. Ach Mensch, richtig beneidenswert, die Frau. Ich finde übrigens toll, dass der Dingens, der Skriptschreiber da, der Oktopus, der optionale Weg, dass der sein Wort gehalten hat. X. So. Ach ja, genau. Der Herr sagte ja, die Dingens sind verstopft und deswegen kann er sich nicht mehr hören. Dann werden wir ihm mal helfen. Wie geil sie gerade runtergeflogen ist. Ich höre die Kampfmusik. Ja, genau. Und großen, ne? Ich wette, das ist ein großer. Ja, es ist ein großer. Es ist mir so klar. Naja, wenigstens ist es nicht so schwer. Aber es laggt schon wieder. Das mag ich nicht. Was auch, das fällt mir gerade ein, sie verteidigt sich mit einem Regenschirm. Das würde doch heißen, dass ihre... Oh Mensch, hallo. Dass ihre Verteidigung in der Realität auch nicht gerade stark ist und deswegen sie auch so im Kampf, im Wortgefecht und im allgemeinen Kampf so eine schlechte... so schlechte Ausrüstung hat und so schlecht ist und sich deswegen auch so herumkommandieren lässt, weil sie einfach nicht die benötigen, ja, im Wunderland halt Waffen und in der Realität die nötige, wie sagt man das, den Mut wahrscheinlich, den nötigen Mut hat, um irgendwie, warum sehe ich den Typ gerade nicht? Ja, ist klar, ich kann ihn ja auch überhaupt nicht sehen, ich glaube, es geht los. Mensch, Alice. Sie kann ihre Gegner nicht sehen. Ist auch immer eine ganz super Angelegenheit. Jetzt aber so. So, jetzt können wir ihn auch treffen. Und er kommt doch mal mit Feuer. Ihr seht es ja, wir kämpfen Feuer gegen den Regenschirm. Und auch wenn wir da nicht so schnell vorankommen, wir kommen trotzdem voran. Was vielleicht auch daher heißen würde, dass sie in der Realität auch Fortschritte macht, bloß halt sehr langsam. Ich meine, guckt mal, wir brauchen ewig, bis wir so einen Dingens getötet haben.